Mein Name ist Peter Müller. Ich bin seit 2015 im Fuchsbauernhof und stelle hier den Hof- und Wagenschmied dar. Ich bin von Haus aus gar kein gelernter Schmied, sondern habe handwerklich erstmal den Beruf des Werkzeugmachers erlernt, habe anschließend ein Maschinenbaustudium mit anschließender Promotion absolviert und bin eigentlich über die Hobbyschiene zum Schmiedehandwerk gekommen. Also das Besondere an einer Schmiedewerkstatt im Vergleich zu einer anderen Metallwerkstatt ist zum einen natürlich das Schmiedefeuer, in dem man das Werkstück aufwärmen kann. Dann braucht ein Schmied natürlich einen Amboss, in der Regel je größer, desto besser. Dann braucht man zum Halten der angewärmten Werkstücke braucht man Schmiedezangen, die die verschiedensten Formen haben können, je nachdem wie das Werkstück geformt ist. Weil die Schmiedezange, das ist quasi die Hand des Schmieds, die verlängerte. Dann braucht man natürlich einen Schmiedehammer, da gibt es auch verschiedene Formen. Und dann gibt es noch weitere Zusatzgeräte wie Lochplatten, Hilfshämmer, je nachdem welches Werkstück man formen will. Die nötige Temperatur zum Schmieden, die erreicht man im Schmiedefeuer so, dass man zuerst mal den richtigen Brennstoff braucht. Das ist in der Regel eine Schmiedekohle. Man kann auch einen Schmiedekoks verwenden, der dann schwefelärmer ist und weniger flüchtige Stoffe hat. Ganz wichtig ist, dass man Luft in das Feuer einbläst. Heutzutage wird es mit modernen Gebläsen gemacht. Früher hatte man dazu einen Blasebalg, ziemlich großen Blasebalg, wie man hier im Fuchsbauernhof auch haben. Der bringt sehr viel Luft. Und dann erreicht man im Schmiedefeuer schon Temperaturen um 1500 Grad. Ein ganz wichtiger Aspekt beim Schmieden ist, dass der Stahl genau die richtige Bearbeitungstemperatur hat. Die muss der Schmied anhand der Glühfarbe auswählen. Deswegen sollte es in einer Schmiede auch nicht zu hell sein, weil das Sonnenlicht dann schnell die Glühfarbe verfälscht. Der Schmied zieht das Werkstück ab und zu aus dem Feuer und guckt, welche Glühfarbe das Stück hat. Das kann von einem dunklen Kirschrot über Orange nach Gelb bis schließlich zur Weißglut gehen, wobei man bei der Weißglut dann in etwa eine Temperatur um 1300 Grad erreicht hat. Ich erkläre die einzelnen Arbeitsschritte jetzt an dem von mir hergestellten halben Torband. Zu diesem Torband würde nochmal ein gleiches dazukommen auf der anderen Seite und das würde hier mit einer Niete verbunden werden. So kann man dann ein Tor auf- und zuklappen. Als allererstes muss man die richtige Stahlsorte auswählen. Für ein Torband ist das ein ganz normaler Baustahl, für ein Messer müsste es ein härtbares Material sein zum Beispiel. Dann nutzt man die Hitze des Schmiedefeuers, um das Material weich zu machen. Als erstes wird hier vorne das Auge des Torbandes geschmiedet. Dazu wird das vordere Stück angewärmt auf ca. 900 bis 1000 Grad. Dann wird es abgewinkelt und mit dem Hammer auf der Ambossbahn eingerollt. Als nächsten Arbeitsschritt lenkt man das Werkstück von dem längeren Halbzeug etwa auf dieser Position ab, auf die richtige Länge. Das macht man mit Hilfe des Abschrots. Man wärmt das Werkstück wieder an, legt es glühend auf den Abschrot, schlägt mit dem Hammer drauf und der Abschrot wirkt wie ein Meißel, der das Material dann abtrennt. Dann hat man die fertige Länge. Als nächsten Arbeitsschritt spaltet man hier das Torband der Länge nach in einem Stück auf mit einem Meißel. Das Ganze wird auch wieder im warmen Zustand ausgeführt. Sobald das Material aufgespalten ist, legt man sich die einzelnen Dekorarme auseinander und schmiedet die in einem spitzen Winkel zu. Erst einmal im geraden Zustand. Den Vorgang nennt man Strecken. Sobald man das ausgeführt hat, rollt man die Enden über dem Ambosshorn ein. Und als letzten Arbeitsgang locht man auf einer Lochplatte zweimal das Torband, damit man es im Holz befestigen kann mittels Nägeln. Also im Kammerbezirk Freiburg bin ich einer der ganz wenigen, die diesen Beruf überhaupt noch als Lehrberuf anbieten. Leider ist es so, dass durch geringe Nachfrage und zum Teil auch durch industrielle Fertigungspraktiken dieses Berufsbild auf einem niedrigen Niveau stagniert.
Jedes Nischenhandwerk hat natürlich den Wunsch, dass das Handwerk weitergetragen wird. Das bedeutet also, dass Auszubildende den Beruf auch ergreifen wollen und die ganze Sache auch nicht irgendwann mal aussterbt. Aber momentan scheint es so, dass es sich auf einem Niveau stabilisiert hat, wo es auf jeden Fall nicht verschütt gehen wird.